Willkommen reisen. Heute befinden wir uns wieder in Gosvotir. Wir haben jetzt die Ressourcen zusammen, um unser Schiff abzugraden und dann in das neue System zu fliegen. Das werden wir jetzt erstmal machen. Ah, jetzt liegt hier so viel Kram rum. Ah, nicht genug Lager. Das können wir dann mal verkaufen. So. Kein Kommandoraum. Da ist doch einer. Da sitzen doch sogar welche drinnen. Also. Kommandopunkte haben wir genug. Hyperraum, Antrieb auch. Betten auch. Energie haben wir auch genug. Munition, empfohlen 31. Wir haben noch hier Munition. Dann müssen wir uns jetzt noch ein kleines Schiff basteln. Zum Ressourcenlagern. Einfach nur ein paar Lager. Ein paar Betten. Hier im Korridor hin. Nicht genügend Guthaben. Okay. Kommandoraum hinten hin. Geht das jetzt? Naja, kein Geld. Können wir einen Antrieb. So, das Ding muss ich ja nur ein bisschen bewegen können. Wo ist denn der Bergbaulaser? Verteidigung, Feuerlöscher. So. Kommt hier vor auch ein Korridor? Laser. Türen. Ah, war ja klar. So. Überall Türen rein. So. Dann kann von hier da Crew hin. Na, das müssen viele. Machen wir mal 10. Ah, keine Luftschleuse, haben wir vergessen. Luftschleuse da.
Mehr Kommandoräume auch, das kann doch nicht wahr sein. Oh nee, jetzt können wir da nichts einlagern. Können wir da jetzt was einlagern? Wir haben doch genug Kommandopunkte. Was soll denn der Scheiß? Wir hatten einfach versehentlich. So. Ja, dann kommt jetzt halt hier noch einer hin. So. Dann können wir jetzt Crew entsenden. 10 Stück. So, das geht. Können wir darüber fliegen? Oh, was denn jetzt schon wieder? Oi. So, Rollen kopieren. Rollen einfügen. Können eigentlich alles machen hier. Ach, keine Energie. Ach, Scheiße. Energiekern vergessen. Nicht genügend. So muss halt einer reichen. Ah, ich hab's falsch rum gemacht. Die anderen Räume müssen auch alle. Grün werden. Ja. Dann muss der grün, der rot, sonst arbeiten die ja wieder nicht. Mit der Zuweisung ist doch für den Arsch. So. Jetzt müsste es gehen, oder? Kein Strom. Oh. Keine Kuh. Thank you.
Wieso gehen die jetzt nicht von da oben hier runter? Die sollen doch nur in den Scheißkommandoraum. Oh, das Scheißding hat keine Tür. Aber, oder? Ah, jetzt kann das hier hin. Alles einsammeln. Jetzt müssen wir ein bisschen gucken, ob wir noch Kuh kaufen können. Können wir nicht irgendwas verkaufen? Wie viel Munition brauchen wir denn? Ja, wir verkaufen das und das erstmal. Schwefel auch. So, dann können wir ein bisschen Crew kaufen. Weil 10 brauchen wir, weil wir die drüber geschickt haben. So. Jetzt kann das hier auch mal mit einsammeln. Und wie viel haben wir hier jetzt? 62 nur? Ach du. Na, ob das Ding fliegt? Viel zu wenig Leute. Also müssen im neuen Gebiet eine Mission annehmen und dann sofort erstmal uns um Crew kümmern. Weil die müssen sich jetzt um alles kümmern. Oh, dieses Spiegeln, ne? Die sind rot. Da haben wir noch grüne. Wir haben viel mehr rote Betten als grüne. Also das da könnte... Oh, da sind Leute drin. Ich habe extra hier oben rote Betten. Nur für die Versorgung. Also, die machen Waffen hier oben. Die machen Waffen. Der Rest kann alles grün werden.
Gott, wie lange brauchen die denn hier? Oh, will doch mal. Modell C, ach so, ja, okay. Kein Platz. Können wir. Ressourcen, was haben wir denn? Nein, hä? Sage mal. Hier ist doch ein Haufen Zeug drin. Ach, das ist voll. Dann flieg mal hier hin. So, 1000 Spulen. Diebstahl behalten wir. Prozessoren auch. Eisen. So. Können wir direkt Crew kaufen. Aber für das Schiff hier. Nein. Oh Gott, mehr gibt's hier nicht. Das ist jetzt aber schlecht. Gibt es generell keine mehr oder kann nur der keine? Nee, generell. Ah. Also da ist noch eine kleine. Hier sind noch zwei Stationen, zu denen wir hin könnten. Um uns Crew zu kaufen. Dann müssen wir das Lager wohl noch größer bauen irgendwann. Aber wieso können wir den Schwefel hier nicht verkaufen? Wir haben hier keine Fabrik, also wir brauchen gar keinen Schwefel. Seltsam. Schwefel, Eisen. Ah, die kauft auch nicht besonders viel gerade. Müssen wir mal was ist denn hier mit den Schilden? Warum wird denn schon wieder nur der kleine Schild angezeigt? Das hatten wir letztes bei unserem Schiff davor und dann sind die nämlich nicht aktiv. Obwohl sie voll Energie sind. Hier, da müssten sie sein, werden aber nicht angezeigt. Sind wir wieder nicht geschützt. Das mit der Zuordnung hier ist ja auch eine Qual. Wo sind denn noch Leute drin? Irgendwer gerammt. Da sind noch Leute drin. So.
haben wir es jetzt? Also müssen wir gucken, ob die jetzt halten, also uns was bringen die Schilder oder nicht. Weil den Schild hier sieht man ja, aber die hier wieder nicht. Obwohl man sie hier sehen müsste, sind ja weit genug außen. Und kann sein, dass sie uns dann wieder nichts bringen. Hinten, die sehen wir. Da müssen über Leute rein. So. Wir haben echt zu wenig Personal. Haben wir jetzt hier noch irgendwas? Eisen und Spulen. Können wir einen kleinen... Ah, wir haben nur einen Energiekern. So, bauen wir einen kleinen Energiekern. Kein Zugang zu Hyperium. Mhm. Vier Uran. Hat die Station nicht. Und wir hier Uran. Bei. Also, da wir das Schwefel hier nicht verkaufen können, müssen wir mit den Schiffen rüber zu der anderen Station. Und dann können wir mit unserem Hauptschiff in das andere System springen, in das zweite. Weil wir brauchen unbedingt Personal. Bisschen Geld haben wir jetzt, aber wir müssen gucken, dass wir an der Station noch Personal kriegen. Aber was das mit den Schilden soll, keine Ahnung. Wenn man sie neben die Waffen bauen müsste, wäre ja voll Schwachsinn. Hoffentlich kauft die andere Station Uran. Nein, hier Schwefel. Weil die Schilde sind an. Aber bringen halt nichts. Dann müssen wir das Schiff, wenn wir umbauen, kommen die. Müssen die Kanonen hier darüber oder so. Das Bett ein bisschen verschieben und dann Schild nach außen. Anstatt dass die. Das dumme Pack hier. Das mit Energie versorgt. Kann ja wohl nicht sein. Hier gibt's 11. Kauft er irgendwas? Ein bisschen Munition. Ah, super. 3 Schwefel. Wir werden hier nichts los an den Stationen. Kann der was verkaufen? Ja, die Spulen. Ja, müssen wir die Spulen verkaufen.
super, es fehlt uns. Haben wir zwar Geld, aber es fehlt uns der Ruhm. Das ist ja ärgerlich. Dann parken wir das Ding hier. Hier ist ein bisschen Verteidigung. Ah, nur Eisen haben wir hier jetzt noch. Dann könnten wir eigentlich... Na, wir lassen die mal da drinnen. Auch egal. So. Dann werden wir jetzt hier hin. In das nächsthöhere Gebiet. Übersprung abbrechen. Ich will ihn ja nicht abbrechen. Wann fliegen wir dahin, ist die Frage. Oder wir müssen... Ja, wir müssen dahin, war ja klar. Müssen wir einen Hypersprung von hier nach da machen, um dann ins nächste System zu kommen? So ein Schwachsinn. Wieso den Hypersprung abbrechen? Wie kommen wir jetzt... dahin. Macht er das jetzt? Herrgott, spring doch darüber. Ha. Wir haben doch alles im Lager. Warum springt er da nicht hin? Hat ja auch geklappt, hierher zu springen. Also mit Energie sollten die versorgt werden. Oder? Nochmal aus. So, wo sind noch welche? Hier unten. Da ist noch einer. Warum können wir denn da nicht hinspringen? Oben steht nur Hypersprung abbrechen. Wir wollen ihn ja nicht abbrechen, der soll ja dahin. Aber wie macht er das? Ja, wenn du bereit bist für den Sprung, klicke einfach auf die Schaltfläche Energie. Krass, dass ich hier keine habe. Ich habe nur Hypersprung abbrechen.
Ich habe nirgends eine Eingabe für bereit. Und hier ja auch nicht. Ach, wir müssen das Scheißding anklicken. Was ein Schwachsinn, ey. Ja, voll nur mit dem Schiff. Also das ist ja dumm. Anstatt dass man hier draufklicken kann. So, da haben wir schon Piraten. Könnten wir direkt den Antrieb, die Schilde testen und sehen, wie die aus sind. Mal testen. Kommt er jetzt freiwillig zu uns? Nein, kommt er nicht. Jetzt gruppieren die sich auch noch, oder was? Ah, endlich. Ah, warte mal, können wir nicht auf... Na, schießen wir erstmal da drauf. Falls irgendwas von unserem Schiff schießen wird. Unser Bergbaulaser schießen. Sehr interessant. Ja, die Schilde funktionieren nicht, weil warum auch? Die anderen beiden direkt auch noch, wenn wir hier eingesammelt haben. Oh, hoffentlich ist das keine Piratenbasis. Aber doch, ist eine. Da kam freiwillig einer zu uns. Stehen dann noch? Ja, ich habe keine Ahnung, was das mit diesen Schilden soll. Also, drei Plätze brauchen wir hier. Können den einen rüber und den nach da einen rüber. Das werden wir, wenn dann gleich an der Station testen, warum das nicht funktioniert. Dafür haben wir jetzt noch keine Mission, aber können wir ja trotzdem angreifen. Dann schießen wir da drauf und dann auf den Prisma. Ja, ohne die Schilde bin das gar nicht. Keine Ahnung, was das soll. Wir brauchen mehr Personal, damit wir besser das sind. Oh, cool. So zum Kotzen. Man baut Schilder ein, die einen Scheißdreck bringen, also ganz im Ernst. Ja, komm, flieg da jetzt hoch. Ey, ich hab den ganzen Tag Zeit. So, einsammeln. Dann machen wir die Station jetzt halt nicht, solange unsere dämlichen Schilde nicht funktionieren.
Dann fliegen wir jetzt einfach zu der Raumstation, die neu hier ist. So, die ist... Wo ist er denn? Da ist einer. Warte mal, können wir da auch... entspringen? Cool. Ja, Herrgott, warum geht das wieder nicht? Oh, mach doch einfach. Ah, geht doch. So, gucken, welche Aufgaben uns hier rumbringen. Also, zu irgendeiner anderen Station. Noch eine Station. Eliminiere Piraten. Oh. Super. Hier gibt uns... Es ist das zweite Gebiet und gibt uns schon nichts mehr rum. Müssen wir direkt ins nächste. Nur die Piratenbasis. Die machen ja immer so einen Spaß. Also. Erstmal 1000 Munition verkaufen. Brauchen wir sowieso nicht. Das auch nicht. Hyperspulen behalten wir lieber. Schwefel, Eisen kann alles weg. Ja. Super. Man muss vom ersten direkt ins dritte Gebiet springen, oder was? Wir müssen direkt in das hier springen. Obwohl 4 bis 6 gibt uns das überhaupt dann noch Ruhm. Dann müssten wir ja direkt da hinspringen. Ja, oder 7 bis 9, aber das ist bestimmt viel zu stark. Gucken, welche Stufe hatten die denn jetzt hier? Lokales System Gamma Dicumo. Ja, 2 bis 4 gibt keinen Ruhm mehr. Welches System ist denn das dann? Ja, nehmen wir das dann, gucken, ob das noch Ruhm gibt oder direkt das. Sechs bis acht. Ja, müssen wir ja das hier nehmen, oder? Das da. Also, Tuta Sundo. Kann uns ja mal direkt eine Aufgabe dafür geben. Haben wir keine Aufgabe für. Na, das ist ja ärgerlich. Ja, dann müssen wir jetzt das Hypersprung-Relais suchen. Das geht nach Gamma. Das nach New Core. Können wir da von hier aus nicht hinspringen? Ah, wir müssen nach hier hin und dann dahin. Okay. Die Kumo. Da müssen wir hin. Dann einmal ab dahin. Zum Glück haben wir die nicht verkauft, die für den Hyperantrieb notwendig sind.
So. Okay. Der ignoriert uns einfach, oder was? Vielleicht können wir den ja zerlegen. Dann würden wir ein bisschen Uran kriegen, falls wir durch die Schilde kommen. Ah. So. Angeblich geht das, wenn man einen darüber schickt. Wie heißt denn der? Diat. Ruhen senden, Diat, eine Person. Ja, cool, fliegt halt noch einer rüber. Aha, so. Da. So. Machen wir da jetzt einfach eine Luftschleuse dran. Echt jetzt? Kann man denn da die blöde Tür hinbauen? So, Schiff verlassen. Alles einsammeln. Dann müssen wir nicht mehr so viel einsammeln. Sondern konnten durch den Abbau direkt ein paar Ressourcen bekommen. So. Man sieht auch gut hier die Schilder alle an, da oben nicht. Also, jetzt sind wir in dem Gebiet mit 4 bis 6, dann gucken wir jetzt hier bei einer Raumstation. Am besten mal. Dann fliegen wir jetzt hier hin. Und dann auf dem Weg machen wir Piratenblatt. Gut, vielleicht nicht alle. Und gucken, ob vielleicht doch ein bisschen Ruhm bei rumkommt bei den Missionen. Echt gleich greifen sie alle auf einmal an. Oh, ja. Ah, gut, der hat Raketen. Der ist kaputt. Dann haben wir jetzt hier einen. Der hat ein Schild vorne. Aber egal, wir wollen da einschießen. Jetzt noch einen. Ja, schießt euch mal da durch. Ah, okay, das ist gar. Ja, gut, nee, das ist gar kein Pirat. Das hier ist ein Pirat. Ja, müssen wir hier leider auf den Energiekern schießen. Der da ist auch Schrott. Oh Gott, hier ist aber viel. Wir könnten hier ruhig erstmal das da einsammeln. Gucken, ob wir. Oh ja, ein bisschen Schaden. So, alles mitnehmen. Können wir dann direkt an der Station auch verkaufen. Also das Töten hat uns keinen Ruhm gebracht. Fraglich, ob wir dann hier noch irgendwie
Mission kriegen, die uns Ruhm bringt. Sehen wir ja gleich, wenn wir zur Station sind. Aber immerhin kriegen wir noch auf dem Weg deine Materialien. Und wir können auch die Hälfte an Munition verkaufen. Brauchen wir ja gar nicht. Weil wir haben nur... Ach, das hier schießt auch mit Munition. Aber nur 4 Sachen. Ah, da auch. Aber trotzdem ist mehr Munition, als wir benötigen. Können wir mal gucken. Die hier auch an sind. Ich habe es jetzt herausgefunden, wie es ging. Verteidigen, gut. Was liegt denn da jetzt wieder rum? Ja, das können die eigentlich auch einsammeln, da wir pleite sind. Hä? Ach, unser Lager ist voll. Ach so. Mal markieren. So, wo ist denn jetzt eine Station? Da. 13 kostet das. Ah. Haben wir denn noch? 397. Oh, reicht doch noch. Wo ist die Station hin? Da. So, gibt uns hier irgendwas Ruf, sonst müssen wir ins nächste System. 310. Ja. Ah, das hier bringt Ruf. Einfach 8 Piraten zerstören. Das hier auch. Okay. Erkunden. Ja, sonderlich viel bei springt jetzt nicht rum. Also, Piraten und Station retten. Dann können wir an den Stationen nichts was verkaufen. Ja, direkt wieder 1000 Munition verkaufen. Nein, nicht ich will. Oh nein, Menschenskinders. So. Stahl kann weg. Spulen kann weg. Überspulen behalten wir. Triestahl sehr wichtig. Eisen kann weg. Uran behalten wir auch. Der hat sehr viele Hyperspulen. Dann können wir wenigstens ein paar Missionen hier in dem System machen. So. Piratenbasis. Station retten. Station kontaktieren. Da können wir bestimmt nicht hinspringen, oder? Nee. Mein Fliegen. So, dann fliegen wir da jetzt hin. Müssen die Station ja nur kontaktieren und wahrscheinlich sind ja auch Piraten. Lass mich raten. Der möchte kämpfen. Der hat eine Mini-Railgun. Ist ja süß. Möchte einfach geerntet werden, kann er ja direkt sagen. Oh, wir haben ein bisschen Ruf bekommen. Also können wir uns ja doch kurz ein bisschen in dem System hier aufhalten.
eigentlich Bergbaulaser mit eingebaut? Ja, gut. Und ich denke mal, es wird besser laufen, wenn wir also dann den Schild hier irgendwie nach vorne und das Personal vollständig haben. War da schon wieder einer? Kommen wir da hin? Komm her. Gott, wo will er denn hin? Lass dich doch töten. Was ist denn jetzt hingeflogen? Ah, da ist er. Einfach mal mitten. Ja, komm, schießen wir da drauf. Ein bisschen kämpfen. Gut, der ist gleich hin. Und dann nehmen wir. Weil das ist ja genau dasselbe Schiff. Das ist eigentlich egal. Danach kann erstmal der da. Ein bisschen zum Einsammeln. So, das hier einmal einsammeln. Kommen denn schon wieder Leute raus? Ah, wir haben hinten ein bisschen einstecken müssen. Okay. So, jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir hier auch alle Teile erwischen. Von den Schiffen, die wir zerstört haben. Da ist schon wieder ein Pirat. Will der zu uns? Oder nicht so? Was machen die denn da? So, alles einsammeln. Gut, ich werde das alles einsammeln und uns Richtung Station da unten bringen. Und die Schilde dann umbauen, weil die ja partout nicht funktionieren wollen. Ist natürlich sehr blöd gemacht dann. Dass die außerhalb nicht wirken, obwohl sie theoretisch ja bis nach außen gehen. Weil zu weit vom Schiff sollte das jetzt nun auch nicht entfernt sein. Dann werde ich das uns erstmal alles einsammeln, umbauen. Danke mir erstmal fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr Spaß habt, nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren und liken. Bis dann.